Dann, weil ich eben Jens hier mit einer Diamantrüstung herumlaufen gesehen habe, würde ich mal sagen, ich hole mir auch mal eine Diamantrüstung. Oder crafte die besser gesagt. Ja, weil Diamantrüstung kann man nehmen. So, das war hier, glaube ich, noch so, ne? Die Goldblöcke. Nee? Das ist hier noch PvP-Zeugs. Wo habe ich denn die Goldblöcke hingetan? Hier? Nee. Wo habe ich die Goldblöcke? Ach, da. War ja mal dieses tolle Event von Stitch und Tobias. Stitch hatte dann später nochmal ein Event gemacht mit ein paar Diamantblöcke. Naja, habe ich nochmal ein paar dazu bekommen. Ist aber jetzt auch wieder ein bisschen länger her. Dann mache ich mal so. Und so und so und so. Dasselbe hier jetzt nochmal. So, die Diamanten tue ich mal hier rein. Und ja, wir haben 38 Level, da werde ich mal nochmal hier hingehen. Und wer hat hier Müll in die Truhe gepackt? Ey, nee. Das ist keine Truhe für Müll. Dann werde ich alles mal mit einem Level hier mal verzaubern, dass es auch ein bisschen so verzaubert aussieht. Muss ja nicht unbedingt das Beste hier verzaubert sein. Hauptsache ein bisschen. So. 4 Level hat das gekostet. Dann ziehe ich das mal an. Toll. Wie? Jetzt ist wieder dieser Bug vom Inventar, den wir schon mal hatten. Wie kommt das? Weil ich Rüstung anhat. Ah, sehr interessant. Wenn ich Rüstung anhabe, dann entsteht dieser Bug. Hier. Und jetzt ist dieser Bug. Man sieht, wie sich das ändert. Naja. Müssen wir jetzt durch. So, irgendwas wollte ich jetzt noch holen. Ja, Knochenmehl. Knochenmehl. So, da ein paar Knochen. Das dürfte fürs Erste reichen. Dann geht es wieder zurück. Diese Aufnahme dauert ja auch nur 17 Minuten circa. So. Dann weiter geht's hier zurück. Also ich denke mal, wir sind jetzt hier doch schon recht weit gekommen. Also ich bin damit zufrieden, wie weit wir jetzt hier gekommen sind. Und wenn dann Weihnachten ist, habe ich ja schon im vorletzten Part verraten, kommt dann hier statt dem Brunnen hier so ein Fichtenholzbaum hin. So weihnachtsbaummäßig. Und ja, das werdet ihr noch alles sehen. Bis Weihnachten, ein bisschen dauert es noch. So, hier werden wir natürlich jetzt ein bisschen Fichtenholz abbauen, wir müssen. Damit wir halt die richtigen Bäume hier kriegen. Nur das hier ist nicht der richtige Baum. So, wie komme ich hier jetzt raus? Da am besten. So. Müssen gleich bei einem 4. Ja, so möchte ich den Baum haben. So und nicht anders. So, habe ich hier Glück? Nein, natürlich nicht. Komm schon, hier durch, los. Ach. Och, nö. So. So, liebe Leute. Naja. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, der kam eben sehr überraschend, der Huster. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, ein bisschen bin ich noch erkältet. Aber auch nicht mal so sehr. So. Auch ein bisschen mit Glowstone will ich hier arbeiten, aber das kommt erst später, weil ich jetzt noch keinen Glowstone weiter habe. Ja. Daher reicht das fürs erste hier. Naja. Was heißt reicht's also von der Beleuchtung her? Also, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis ich wieder Glowstone habe. Werde ich offscreen ein bisschen farmen gehen, wenn ich dran denke. So, hier an den Seiten werde ich auch mal die Fackeln entfernen. Dann passt das schon. Dann passt das schon. So. Die Fackeln haben halt nur als Orientierung gedacht, dass ich so ungefähr weiß. Also, als ich hier abgezählt habe, habe ich die dann da platziert. Ja. So, dann werde ich mal hier das ganze Laub hier mal entfernen, sodass wir auch hier mit den Bäumen weiterkommen. Ist schon ein bisschen länger her, als wir mit den Bäumen hantiert haben bei der Allee da hinten. Oh ja, wirklich schon lange her. 100 Parts? Ja, 100 Parts. Mindestens. Ach ja.
Das Let's Play läuft ja auch schon einige Monate. So, hier noch ein bisschen Knochenmehl. Ah, das ist ein bisschen nervig, aber muss ich durch. Ich habe hier auf meiner Axt jetzt auch keine Haltbarkeit, keine Effizienz mehr. Ja, muss ich durch. Aber dafür Haltbarkeit. Haltbarkeit ist ja auch ganz gut. So. Da. 1, 2, 3. Ah. Naja. So, im letzten Part hatten wir das schöne Gesprächsthema Windows 10. Da bin ich eigentlich noch nicht ganz fertig mit geworden. Daher kann ich jetzt noch mal ein bisschen weiterreden, damit ihr noch mal auf den aktuellen Stand seid. Ich hatte gesagt, dass ich mit Windows 8 noch nichts zu tun hatte, aber mit Windows 8.1, dass ich Windows 8.1 auf meine Arbeit benutze, dass ich mit Windows 8 nicht so zufrieden bin. Da ist doch schon, also mit dem Startmenü, die ganzen Apps gefallen mir nicht so sehr. Manche sind ganz gut, manche sind unnötig. Ja, dann hatte ich ja Windows 10 angesprochen, dass ich mit Windows 10 sehr zufrieden bin. Also ist ein tolles Betriebssystem. Mit Windows 10 komme ich jetzt auch super klar. Also, naja, einen großen Kritikpunkt an Windows 10 habe ich aber trotzdem noch. Und zwar die Systemsteuerung. Es gibt ja diese Windows 8 Systemsteuerung und die Windows 7 Systemsteuerung. Und die gibt es beide auf Windows 10. Und das ist einfach ätzend, dass es beide gibt. Die hätten sich wirklich für eine Systemsteuerung entscheiden sollen. Weil wenn ich hier an meinem PC irgendwas machen möchte, zum Beispiel habe ich vorgestern nach Updates gesucht. Ich habe bei der alten Systemsteuerung, weil ich die besser finde, habe ich so geschaut, wo ist das Windows Update hin? Gibt's doch nicht mal. Musste ich bei der neuen Systemsteuerung suchen. Ah, das war schon echt nervig, dass die das einfach so kuddelmuddel gemacht haben. Das hätten die auf jeden Fall anders machen sollen. Auf jeden Fall. So, da habe ich jetzt auch Glück mit dem Baum. Naja, ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen so weiterbauen, obwohl da ist der Laub auch ganz fast weg. Kann ich hier nochmal versuchen, ob hier ein vernünftiger Baum hinkommt. 1, 2, 3. Nein. Ja, ich bin sehr wählerisch mit den Bäumen. Die nicht so sind, wie ich möchte, werden abgeholzt. Rassismus ist das eigentlich. Naja, dafür kommen neue wieder hin. Das soll hier halt auch ganz gut aussehen. Oh. Ja, wie mache ich jetzt hier weiter? Hier kommt auch so was. Weg hin, also die Thron hier, die beiden hier kommen noch weg. Da muss ich noch Sam beziehungsweise Dustin auch noch mal Bescheid sagen. So, hier hatte ja Tom den Weg hier gebaut. Hier geht es dann mit dem Kies dann halt weiter. Wie genau? Ja, so kann man das eigentlich dann. Ja, so kann man das dann machen, denke ich. Oder? Naja, erstmal mache ich hier so weiter. Kies werde ich aber jetzt noch nicht verlegen, weil ich kein Kies mehr habe. Ich werde sowieso dann ausgehen, ein bisschen Kies farmen gehen, da ich für andere Wege noch Kies brauche. Und ja, hier jetzt erstmal die Vorbereitungen treffen. Schlafen gehen können wir uns jetzt auch nicht, weil Marvin und Jens auf Tour sind. Da können sich die beiden auch nicht hinlegen. Und das müssen ja mindestens 50% schlafen. Und wenn ich mich alleine hinlege, sind ja nur 30%. So, hier sieht man auch noch die Überreste von der alten, ja, PvP-Arena. Tom hatte hier damals nicht so richtig geterraformt, sondern eher so grob alles hier hingemacht. Ist ja auch nicht so schlimm. Hier sind jetzt ein paar kleine Grafikbugs. Ich denke immer, ich bin hier jetzt durch, aber dann doch nicht. Naja, so hier das eine hier noch. Super. Auch hier kommt dann, ich mach mal hier Kobbel hin, weil ich Kobbel so viel habe. Aber obwohl, ich mach Erde, ich mach Erde. Ja, da habe ich ja noch mehr als Kobbel. So, und es tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen dunkler ist. Es ist halt jetzt so dunkel. Mit Shader halt noch ein bisschen dunkler. Ich kann ja hier mal die Fackel nehmen.
Oh, ich muss halt jetzt hier die Spitzhacke wieder in die Hand nehmen. Ich weiß gar nicht, ob ab dem 1.9 da Update hat man ja 2, ne, ob das dann auch mit Fackel dann möglich ist, dass man hier ab und also in der linken halt zum Beispiel Fackel hält und in der rechten halt Hand das Werkzeug. Ich glaube, das ist so auch möglich. Und ein Baby, Hase, oh. Erinnert mich sofort an Hasi. Von damals, als wir beim Hafen gebaut haben. Ruhe in Frieden, Hasi. Ja, also, ja, das mit der linken Hand ist ja auch nicht ganz so unnötig. Wie anderes Zeugs. Zwar auch nicht so super, aber naja. Das Thema hatten wir ja schon mal vor einiger Zeit. Will ich halt jetzt auch nicht mal drauf eingehen. Aber ich war ja. Ich komme immer vom Thema ab. Windows 10, Windows 10. Also, hier ist Wasser. Hallo, Hühnchen. Also, Windows 10. Moment, ist da dann schon Ender Endstation? Da muss ich noch mal ganz kurz schauen. Ja, das meiste haben sie gut gemacht, aber auch nicht alles. Ja, so viel mehr gibt es jetzt auch hier nicht zu sagen. So. Naja, schließe ich jetzt das Thema mal ab. Dann kommen wir hier wieder zurück zu Minecraft. Hier jetzt alles baue. Also, halt hier jetzt so einen kleinen Rundgang hier. Um den Marktplatz herum. Ja, Marktplatz kann ich das eigentlich auch nicht nennen, weil es ja Sammelplatz eher vielleicht schon. Weil Marktplatz, da sind halt Marktplätze und das gibt es ja eigentlich nicht. Vielleicht kommt das noch dazu, ich weiß es nicht. Da müssen wir mal schauen. Ah, nein, der Enderman. Wo bist du, Enderman? Ja, brenn, brenn, brenn! Enderperle, Enderperle, nee, schade. Nee. So, dann nehme ich gleich, werde ich auch bald nochmal reinnehmen. Was heißt nochmal, werde ich überhaupt reinnehmen? Da mir so aufgefallen ist, wenn die Mobs brennen, wird ja trotzdem nicht die Umgebung geleuchtet. Es leuchtet zwar sehr, sehr hell, aber ja. Nur hier mit der Fackel leuchtet es dann halt. Es liegt ja an dem Shader. Ja. Ich werde auch bald wieder einen neuen Shader mal für eine Aufnahmesession mal reinnehmen. So zum Zeigen. Momentan spiele ich ja noch mit den Zeus Ultra Shader. Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt auch eine neue Version gibt. Ah, Jens ist wieder Jo, da. und ich habe ein bisschen Loot mitgebracht. Yay! Ich habe 6 Kristalle, einen nassen Schwamm, zwei Ziegel, dunkler Prismarin und normale Prismarin. Cool. Was blöd, ich hätte mehr Unterwasser-Atmungstränke mitnehmen müssen. Aber was mir gerade einfällt, apropos Unterwasser-Tempel. Ich kann ja hier statt Glowstone kann ich doch hier, was ist mit meinem Inventar los? Toll. Kann ich ja Seelaternen verwenden. Weil durch den Rangaufstieg habe ich fast einen Stack Seelaternen bekommen. Mein Inventar ist gerade ein bisschen Na gut, verbuggt. ich bin essen. Bis gleich. Bis dann. Guten Appetit. Danke dir auch, wenn du dann nachher essen gehst. Na, danke dir. So. Dann mal schauen, was mit meinem Inventar los ist. Zwar schon mal, aber ja. Ja, das ist Hilfe. Ich will ja Setzlinge haben. Ich weiß nicht, wo Setzlinge sind. Ich mach mal den Runenfeld-Shader rein. Vielleicht liegt. Nee, das ist auch. Das ist auch. Das liegt an der einen Mobenz-Mods mit den Animationen. Eigentlich war es jetzt länger nicht mehr. Aber Dennis, das Geile, ich habe jetzt eine Rüstung mit Schutz 4, Haltbarkeit 2 und Dorn 2. Ne, Haltbarkeit 3, Yay. so. Cool. So, dann werde ich hier halt jetzt doch noch ein bisschen hier Stein wegkloppen, bis mein Na Inventar wieder gut, da ciao. ist. Ciao. User left your channel. So, da ist er jetzt auch weg. Ja, die Aufnahme dauert auch nicht mehr lange. 5 Minuten nur noch. Dann ist sie auch schon vorbei. So, Inventar ist immer noch nicht da. Yay. Da sind da Truhen. Dann werde ich mal in die Truhe gehen und darüber mal mein Inventar hier. Zeig's mal entlernen, was ich gerade nicht brauche. Hier, das da, das da, das da.
missbrauche ich einfach mal die Truhe. Nee, nee, nee. So, dann brauche ich Setzlinge und Knochen. Nee. Hab ich keinen. Doch, da hab ich. So. Ja, ist ein bisschen jetzt so doof, dass mein Inventar weg ist, aber okay. 1, 2, 3, 4, passt. Dann will ich gleich nochmal ein paar Seelaternen holen. Also, glaube 62 Stück habe ich, glaube bekommen. Oh, das passt jetzt wirklich super. So. Und an Kies habe ich, glaube, habe ich. Also, an Kies habe ich wirklich, glaube, gar nichts mehr. Wie komme ich jetzt hier hoch? Hilfe. Hilfe. So. Dann hier nochmal ein bisschen Erde verlegen, bevor ich jetzt die Laternen hole. Hole nochmal ein bisschen Erde verlegen. So. Creeper, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Ach, ich habe ja Diamantrüstung. Oh, keinen Schaden bekommen. Mike, ja, Mike. So. Ja, schon mal vorbereiten für den Kies, nicht dass er dann später runterfällt. Wäre nicht so gut. So. Ich weiß nicht, was er für eine Frage hat. Er kann ja ruhig fragen. Ich bin immer für Fragen bereit. Auch für euch bin ich auch immer für Fragen bereit. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich beantworte sie sehr, sehr gerne. Ja, naja, ich kann ja jetzt auch nicht so einfach entscheiden, ob er da weiter bauen darf. Aber wenn er fahren geht, ich denke mal, wird sich daran wirklich sehr, sehr freuen. Sie hat ja da, glaube ich, auch eine Spendtruhe oder so stehen. So, Hasi kommt jetzt hier hoch. Oder Hasi 2, oder wie auch immer. So. Nein, hat Schaden bekommen. Komm hier hoch, solange du noch die Chance hast. Komm her, komm her, komm her. Ich habe leider kein Zeugs mehr. Keine Karotten. So, hier hoch. Und nochmal. Super. Ja, dann hier jetzt. Ja. Und Hühnchen, du? Kommst du auch? Ich brauch Samen, ich brauch Samen. Ich brauche Samen. Ach nee, das war Mario Bros. DS Musik. Herrlich. Komm her. Kommt her. Oh, komm her, ja. So, hier hoch. Hier. Ich bin ja tierfreundlich. Von daher reite ich die Tiere, bevor ich die dann hier einbaue. So, dann hier jetzt alles zubauen, dass da auch wirklich kein Tier mehr runterkommt. Also dieser Rundgang wird nicht der einzige Weg sein. Also ein bisschen, also da muss ich noch mal schauen, wie ich dann genau den Weg hier mache. Ja, das mache ich dann schon. Das Skelett kann ruhig brennen. Ja, dann ist die Aufnahmesession dann doch schon vorbei. Also, dann werden wir die Seelaterne im nächsten Part dann holen und dann hinsetzen. Ich werde dann einfach mal gleich, so frech wie ich bin, in die Aufnahmepause gehen. Ich werde jetzt, auch vorher werde ich hier noch die Erde verlegen. Vorher noch die Erde. So. Hier. Damit da auch wirklich kein Tier mehr reinkommt. Und dann eingeschossen wird, weil davon bin ich kein Fan von. So, das war's, denke ich mal. Ja, das war's. Dann werde ich mir mal erlauben, Stash Fly einzusetzen und dann mal von oben hier schauen,
Ja, so kann man das auf jeden Fall jetzt machen, wenn man sich den Kies noch vorstellt, dann werde ich hier rein noch ein bisschen Kies machen, so hier um den Brunnen herum, an den Seiteneingängen halt noch. Das wird sehr, sehr schön, also ja, und wenn dann später hier der Tannenbaum steht, wenn Weihnachten dann ist ja wirklich nicht mehr bald. Ja, wird sehr, sehr schön. Wird sehr, sehr schön. Dann nochmal hier die Stadt von oben zeigen. Ja, dann gehe ich jetzt in die Aufnahmepause. Ich gehe mal auf meine Terrasse und dann sag hier jetzt Tschüss. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß euch noch und bye bye. Schaltet wieder ein. Ciao.